14 Jugendliche aus aller Welt gestalten derzeit in Ursensollen das ehemalige Trafohäuschen um, zu einem Artenschutzturm. Sie kommen aus Südkorea, der Türkei, Russland, Armenien, Italien, Frankreich, der Ukraine und Deutschland. Unzählige Tierarten sollen sich hier ansiedeln. Dafür werden Einfluglöcher gebohrt, Brutkästen gebaut und Vogelhäuschen gesägt. Alles für die Flora und Fauna, aber auch für die Teilnehmer an dem Projekt selbst. Denn die profitieren ebenso von der Arbeit. Man lernt, in einem fremden Land zu leben. Hier sind Leute aus vielen Nationen. Dadurch lernt man auch verschiedene Kulturen kennen. Man knüpft Kontakte, es schützt die Umwelt und verbessert mein Englisch. Ich mag die Gegend, ich mag Ursensollen. Die Leute hier sind sehr nett. Wir haben auch schon die Jugendlichen aus der Gegend getroffen und waren auf einem traditionellen Fest. Das dreiwöchige Jugendcamp steht unter der Obhut der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. Immer wieder werden Camps von der Organisation angeboten, in denen Jugendliche aus aller Welt zusammenkommen. Der Grundgedanke dahinter? Kulturelle Verbindung, dass halt Leute aus verschiedenen Ländern sich irgendwie mal treffen und austauschen. Durch die Umgestaltung des Trafohäuschens entstehen in der Gemeinde neue Lebensräume für Tiere. Für die Jugendlichen aber entstehen Erinnerungen und Freundschaften fürs Leben. Just take it slow.